So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Test Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal ein Handyspiel. Wir spielen Mobile Legends. Das ist ein 5 gegen 5 MOBA-Spiel, so wie League of Legends, so wie Heroes of the Storm, so wie Dota. Nur halt ausgelegt für Mobile, also für Handys, für Android und iOS. Ich habe hier ein paar Aufnahmeprobleme, Freunde. Ja, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt ein Video so richtig vom Handy aufzeichne. Ich habe sonst immer so PC-Emulatoren genommen. Geht bei dem Spiel nicht so richtig, weil die Steuerung am PC überhaupt gar nicht funktioniert. Da muss man leider auf dem Handy spielen. Und das zweite Problem, was ich habe, dass irgendwie Google nicht erlaubt, den internen Ton des Telefons direkt mit zu capturen. Das heißt, wir haben leider keinen Ingame-Sound in diesem Video. Ich hinterlege einfach ein bisschen Musik und das Bildmaterial, habe aber leider keinen Ingame-Sound für euch in diesem Video. Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht finde ich da noch irgendwie mal eine Lösung. Bisher kann ich das leider nur so machen. Ich wollte dennoch euch das Spielchen hier nicht vorenthalten und euch mal zeigen. Für alle, die mal Bock haben, mobil MOBA zu spielen, muss ich sagen, ist das eine absolute Empfehlung. Mir macht es richtig Spaß. Es ist ein bisschen überladen am Anfang. Das kann ich euch schon mal sagen. Wir gehen gleich nochmal die einzelnen Menüpunkte und so weiter erstmal durch. Ich weiß selbst noch nicht alles, wir können aber erstmal grob gucken, bevor wir ingame gehen. Was es hier so gibt, ich bin gerade Stufe 7 hier mit diesem Account. Ich hoffe, die Aufnahme läuft, weil ich nehme hier gerade meine Facecam mit dem Rechner auf. Mein Mikro nehme ich über Audacity auf. Und ich nehme auf mit dem Handy noch das Ingame auf, muss das dann alles irgendwie zusammenknüppeln. Mal sehen, ob das so funktioniert, Freunde. Wie gesagt, kann auch sein, dass es alles komplett schief geht und überhaupt nichts funktioniert. Das kann natürlich auch passieren. Gut, Freunde. Kommen wir mal zum Menü. Ist echt gerade eine ganz komische Variante hier aufzunehmen. Aufs Handy zu gucken und nebenbei. Ist irgendwie komisch. Gut, also Freunde, was haben wir hier? Wir haben hier einen Laden, logischerweise, wo man sich Heroes, Skins, ich weiß nicht, was eine Sacred Statue ist, keine Ahnung. Kann man sich wahrscheinlich die Türme oder irgendwas anpassen. Fragmente kann man sich kaufen. Das gibt es so bei League of Legends auch, dass man so Heldenfragmente hat. Und diese dann zum Helden umwandeln kann. Zodiac Skin Draw, wie gesagt, das ist alles immens überladen. Da kann man dann unten im Magic Wheel mit dann irgendwelchen Glücksrädern kann man hier drehen und noch Items erlangen und so weiter. Wie gesagt, darum soll es jetzt speziell nicht unbedingt in diesem Video gehen. Das soll nur ein kleiner Ersteindruck sein. Wir haben ja, was ich ganz krass finde, wir haben hier wirklich ein komplettes Ranked-System in dem Spiel. Also das Spiel wird competitive in Indonesien oder wo richtig krass gespielt. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Man hat hier Tournaments hier richtig. Die Teams, MPL nennt sich die Weltmeisterschaft sozusagen in diesem Game. Und das ist gemacht wie bei League of Legends oder Dota. Ich habe das so in einem Mobile-Game noch nie gesehen. Da kann man sich hier Profi-Matches angucken. Es gibt auch Länderspiele direkt. Deutschland hat auch schon mitgespielt. Wusste ich gar nicht, dass wir eine richtige Szene in dem Game haben. War mir komplett neu. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ich wusste es bisher wirklich noch gar nicht. So, hier kann man auch, was ich auch krass finde, ich gehe jetzt von einem ins andere, man kann ja Livestreamen. Man kann in dem Game, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, kann man richtig streamen. Vorher kann man nur so eine abgespeckte Variante auf YouTube und Facebook machen. Die ist aber qualitativ schlecht, habe ich ausprobiert. Es gibt hier aber Stream-Info, genau. Streamer-Anforderung wird freigeschaltet, wenn eine der folgenden Bedingungen erreicht ist. Divisionsrang Meister oder höher, Top 5000 in einer der besten Listen. Und ja, da kann man sozusagen in-game streamen, sein Gameplay teilen und andere Spieler können dir zusehen und dir Diamanten schenken und so weiter. Heftig. Heftig, was das? Das ist eine App. Ich muss immer wieder sagen, das ist immer noch eine App. Jetzt haben wir gerade wieder eine Free Chest freigeschalten. Zack, die kriegt man alle paar Minuten. Jetzt habe ich gerade wieder was Neues freigeschalten. Oh! Du hast das für das Ranglistenspiel notwendige Level erreicht. Du musst 5 Helden besitzen, um es komplett freizuschalten. Aha, okay. Ab Level 8 bekommt man sozusagen, will ich jetzt erstmal nicht machen, kriegt man sozusagen den Ranked-Modus frei, wenn man 5 Helden besitzt. Cool, werde ich bestimmt mal ausprobieren. Ich muss sagen, die Klasse, also die normalen Queues ohne Ranked sind ziemlich easy. Ich habe bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Irgendwie stehen die meistens AFK rum, die Leute, oder können überhaupt nichts. Ein bisschen komisch. Mal sehen, wie es heute läuft. Vielleicht kommt heute die Rache, Freunde, und es wird geschehen, dass ich mal ein Game verliere. Gut, soviel zum Menü. Wie gesagt, wir haben hier Leaderboards mit den besten Spielern. Wir haben ein... Später, wir haben hier einen Rank. Wir sind gerade Warrior, das ist der niedrigste Rang. Es geht dann hoch, Elite, Master, Grandmaster, Epic, Legend und Mythic. Kann man werden, wenn man genügend Ranglistenpunkte
erspielt und erreicht hat, finde ich alles ziemlich geil, muss ich sagen. Also es ist für ein Mobile-Game fast schon zu viel. Fast ein bisschen überladen. Aber kann man ruhig machen. Man kann sich direkt... Hier habe ich gerade wieder Daily Rewards, hier XP und... Was ist das überhaupt? Das ist tägliche Aktivität. Ach stimmt, kriege ich tägliche Aktivitätspunkte und für dieses Today's Activity kriege ich nochmal Gold, wie ihr seht. Wenn ich aktiv spiele, bekomme ich pro Tag so Punkte und kann dann noch extra Gold irgendwie kriegen. Es ist wirklich am Anfang ein bisschen unübersichtlich, aber da kommt man schnell rein. Gut, Freunde. Das Spiel umfasst das MOBA-Genre ziemlich vereinfacht, muss ich euch mal ganz ehrlich sagen. Also es ist MOBA im klassischen Sinne. Man hat seine typische Map, drei Lanes. Eine klassische Rollenverteilung habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich gesehen, aber kann man bestimmt mit League of Legends vergleichen. Es gibt einen Jungle, es gibt drei Lanes. Also man kann das genauso spielen wie LOL, sage ich mal. Wird aber nicht gemacht. Also jeder rennt einfach sinnlos irgendwo hin. Vielleicht ist das im Rank dann anders, aber im normalen Modus macht schon jeder so ein bisschen, was er will. Gut, Freunde, genug gelabert. Das Video geht jetzt schon wieder 5 Minuten, wir haben noch nichts vom Game gesehen. Ich starte einfach mal in ein Game rein. Wir machen einfach mal ein Unranked-Match. Ich starte Solo-Queue. Und man findet relativ schnell Matches. Also es scheinen wirklich relativ viele Spieler zu spielen, das Game. Was ich ziemlich krass finde. Also immer so 20, ja, unter 10 Sekunden findet man immer schon ein Match. So, wir sind diesmal der einzige Deutsche in diesem Game. Wir schauen einfach mal, was uns hier heute erwartet. Ich habe so ein bisschen Lieblingshelden schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Eudora ist Mage. Fährt jede Menge Damage. Die queue ich jetzt hier einfach mal ein und versuche wieder mein Bestes hier zu geben. Gehe natürlich Midlane mit diesem Helden. Auch nie gibt jemand eine Lane an. Ich habe das gleich von Anfang an gemacht, wo gehe ich hin und so. Macht hier niemand. Die spielen ja einfach alle, wie sie wollen. Aber gut, es ist nicht so schlimm. Es ist halt ein Mobile-Game. Keine Ahnung. Ist halt so, Freunde. Ist halt so. Und Spielzeit, muss ich so sagen, also ich hatte noch kein Game, was über eine Viertelstunde ging. Es geht immer so rund 10 Minuten. Finde ich vollkommen geil, finde ich vollkommen okay. Es ist halt mehr Action. Es ist direkt rein. Es gibt keine langen Laning-Phasen. Die gibt es zwar, aber die sind wirklich sehr kurz. Es ist alles ein bisschen komprimierter in diesem MOBA, was ich ziemlich erfrischend finde und mir fast mehr Spaß macht als in League of Legends oder so, weil es halt so ein kurzes MOBA so zwischendurch ist. Im Spielverlauf an sich gibt es auch ein paar kleine Anpassungen, die das Gameplay ein bisschen beschleunigen. Aber dazu zeige ich euch gleich noch ein bisschen was. Zum Beispiel kann man einfach überall Items kaufen. Man muss nicht zurück in die Base, um Items zu kaufen. Man muss zurück in die Base, um Mana und Leben zu regenerieren. Ja, aber um Items zu kaufen, das kann man direkt in den Fight machen. Das ist ein bisschen komisch, aber beschleunigt natürlich das Gameplay ein bisschen. Läuft halt alles ein bisschen schneller ab hier in diesem MOBA. Und ich muss sagen, dass es richtige Weltmeisterschaften gibt, finde ich irgendwie geil. Das motiviert einen so ein bisschen, das zu zocken. Es ist halt ein bisschen blöd, dass es eigentlich ein Mobile-Game ist. So, man bekommt hier direkt... Am Anfang oben rechts, seht ihr das? Empfohlene Gegenstände. Ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich hier weiß, okay, ich habe noch keine eigenen Item-Builds oder irgendwas. Ich spiele hier einfach wild drauf los, kaufe die empfohlenen Items und damit hat sich das für mich schon mal erledigt. So, in der Mitte sind schon mal zwei Gegner, die wir hier alleine contesten müssen, was ein bisschen doof ist. Aber wir hauen ja einfach mal unseren Stun rein. Jetzt brauche ich schon mal Hilfe, auf jeden Fall. Man kann direkt pingen und so weiter. Also ein bisschen Hilfe in der Mitte wäre wirklich mal vonnöten. Ansonsten haben wir hier wirklich ganz normale Farmphasen, wo wir einfach ein paar Creeps abfarmen. Ich weiß gar nicht, Last Hit muss man hier, glaube ich, nicht in dem Spiel. Und dieser Button unten rechts, dieser Auto-Attack-Button, den muss man nur gedrückt halten, dann wird der nächste Gegner in der Nähe angegriffen. Man muss dann nicht aimen oder auf den Gegner tippen, sondern einfach, es wird einfach der nächste Gegner dafür an, wie sie jetzt so. Jetzt holen wir uns noch den Machtkristall für ein bisschen am Mana. Und pushen dann so ein bisschen den Tower. Oh, jetzt kommt er gerade von hinten. Wir machen mal einen Regen. Zack. Hauen den Stun raus. Da hilft uns auch schon ein Kumpel. Da haben wir uns gut rausgerettet. Also die spielen schon mal viel besser als das, was ich gewohnt bin. So.
weiß jetzt nicht so richtig, ob das sinnvoll ist, hier reinzugehen. Oh Gott, oh Gott. Okay. Autotext drauf. So, der. Oh Gott. Nein. Gut. Ah, wir sind auch gestorben. Shit. Okay. Also das Game läuft schon mal ganz anders ab als das, was ich gewohnt bin, Freunde. Das kann man sogar mal verlieren. Das ist gerade komisch, weil sonst ist es wirklich, stehen die Gegner einfach nur rum und machen Blödsinn. Hier müssen wir uns doch mal so ein bisschen konzentrieren. Finde ich gut, dass es mal so ein Game gibt. Ein Teammitglied hat das Spiel verlassen. Super. Dann gehe ich mal auf Auto-Battle, da spielt er so ein bisschen als Bot mit. Das ist schade, dass ich keine Ingame-Sounds in dem Video habe, weil die sind eigentlich wirklich, das Spiel ist super vertont. Kann man wirklich nicht anders sagen. So, wir brauchen hier definitiv mal ein bisschen Farm irgendwie. Wir haben hier überhaupt kein Gold, um uns gerade ein paar gute Items zu kaufen. Wir kriegen hier jede Menge Damage. Wir müssen erstmal ein bisschen zurückbleiben. Also das Game wird wirklich nicht ohne werden. Sonst könnte ich ja fast solo das ganze Team blätten, weil die einfach so derartig behindert gespielt haben. Aber dieses Glück haben wir diesmal leider nicht. Jetzt kommt einer von hinten. Wir klären unsere Ulti drauf. Bam. Damit hat er nicht gerechnet. Zack. Dank unserem Kameraden, der uns ja wunderbar unterstützt. Und noch ein Stun und da war er sich zur Siegessicher. Das hat nicht gereicht. Mein guter Freund, da können wir uns gleich noch einen Zauberstab leisten. Unseren Damage ein wenig verbessern. So. Jetzt müssen wir uns ein bisschen zurückziehen. Das wird zu viel. Batz. Ja, die rechnen. Da haben sie nicht mit so massivem Schaden. Jetzt müssen wir unseren Mate auf jeden Fall helfen. Dann stirbt der Mate. Schön noch ein Regen drauf. Und nice. Doppelkill. Sehr schön. Ich werde mal recallen. Bisschen zurückgehen. Weil mein Life doch ein wenig niedrig ist. An dieser Stelle. Ich gucke die ganze Zeit im Video hier nach unten, aber das ist nochmal ein Mobile Game. Geht nicht anders. Was ich cool finde, dass man in-game hier direkt auch so eine Anzeige hat. Für den Ping, den man gerade hat. Die Akkulaufzeit. Also, dass man so eine Akku-Anzeige hat, finde ich auch sehr geil. In-game, dass man so ein bisschen Ahnung hat. Das Spiel frisst wirklich, und das muss man bei einem Mobile Game natürlich mit sagen, das Spiel frisst schon immens Akku. Also ein Prozent pro Minute kann man schon, na gut, nicht ganz so viel, aber es ist schon jede Menge Akku, der hier drauf geht. Jetzt sind wir hier klar im Damage-Vorteil. Durch die paar Kills, die wir uns geholt haben, da wir selbst nicht so häufig gestorben sind. Hier sind wir außer Reichweite, das wird nichts. Schön. Oh Gott. Oh, unser. Okay. Komm, Regen. Zack. Da kommt der Schaden. Sehr nice. Klar im Vorsprung gerade. Finde ich sehr gut. Unsere Autotexte natürlich Bullshit, aber wir sind natürlich auch Mage. Wir machen Schaden durch unsere Fähigkeiten und nicht durch Autotext. So, und wenn man jetzt hier was auf der Map pingen will, ist ganz gut gelöst. Man kann ja die Map mit so einem, kann man hier öffnen und dann so einen Ping absetzen mit durch drauf tippen. Finde ich gut gelöst in der Mobile-Variante. Wäre sonst anders ein bisschen schwierig umzusetzen. So, sie attacken schon wieder den Mid-Tower. Warum auch immer sie das tun. Oh Gott! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das hat uns jetzt immens zurückgeworfen. Ich sehe, es wird ein spannendes Spiel. Boah, das wird ein spannendes Spiel. Der mittlere Tower ist down. Ich glaube, das Spiel werden wir verlieren. Wir haben zwar auf der Botlane einen Tower geholt, aber das. Oh, schön, schön, schön. Wir haben einen gefeedeten Carry, der uns hier schön aus der Scheiße reiten kann. Der hat natürlich schon immense Kills und kann hier aufräumen. Man muss in den Spiel wirklich defensiver spielen, einfach weil jeder Kill
ist hier ein immenser Goldboost, der das Spiel entscheiden kann. So, dann machen wir zu dritt schnell das Camp. Kriegen anteilig Gold. Ich glaube, das ist so, wenn man den alleine gekillt hätte, kriegt man, glaube ich, mehr Gold. Wenn man den zu zweit killt, weniger. Wenn man zu dritt killt, noch weniger. Ja. Ich glaube, alleine gibt der 50 oder 60 Gold. Das wird dann einfach aufgeteilt. Und nicht durch einen Last Hit gemacht. Finde ich viel geiler. Da hat man durch den Support... Oh, jetzt muss ich mich zurückziehen. Scheiße. Den Teamfight... Zack. Nice. Schön. Das haben wir sehr schön gemacht. Jetzt können wir schön die Mitte pushen. Einen Skillpunkt in die Ulti setzen. Wir haben 10 Sekunden Zeit. Wir könnten jetzt natürlich eigentlich unseren Baron, sage ich mal, machen. Aber jetzt, hier gibt es keinen Baron, hier gibt es so eine Art Krabbe, glaube ich, ist das. So, jetzt attacken wir hier schön den Tower. Kaufen uns noch so ein Büchlein. Mein Life ist natürlich ein bisschen gering, deswegen muss ich ein bisschen defensiv bleiben. Aber hier unser... Zack, bam. Nice. Ich kann mal recallen, unser Curry rotzt hier alles weg. So ist das gut, so ist das schön. Kurz ein bisschen regenerieren. Dann will ich euch mal zeigen, wie viel Gold man bekommt, wenn man alleine ein Camp macht. Ein bisschen im Jungle rumkurft. Kriegt man, glaube ich, pro gelegte Einheit ein bisschen mehr Gold. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Das habe ich mich selbst immer noch nie so richtig rausgefunden. Es ist aber wirklich so, dass man, wenn man das alleine macht, einfach mehr Geld kriegt, was ich übelst cool einfach finde. Da fällt dieses Last-Hit-System weg, was das Ganze natürlich ein bisschen vereinfacht. Ja, guck mal, jetzt guck mal, 72 Gold dafür, statt nur 12. So, unser Carry rotzt alles weg. Das komplette Team ausgeschalten. Und das sollte wohl der klare Sieg meines Teams sein an dieser Stelle. So, hier noch ein paar Minions platt und attackieren die gegnerische Base und haben damit das Game gewonnen. Sehr schön. Gut, Freunde. Ich glaube, das hat einen ganz guten Eindruck des Ingame-Abverlaufs gezeigt. So, hier haben wir nochmal eine umfassende Statistik, die habe ich nicht so ganz begriffen. Ich glaube, der rote Balken ist der Damage, den man gefahren hat, denke ich mal. Dann die KDA natürlich. Damage. Was der zweite Wert ist, der gelbe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und was der dritte Wert ist, weiß ich auch nicht so wirklich. Aber das wird sich sicherlich noch zeigen, was das für Werte sind. Hier hat man noch den Gold, den Farm, wir hatten 5700. Maximalfarm sind wohl 9999, so wie das hier aussieht. Und der Gegner hat natürlich viel weniger Farm, viel weniger Kills und damit auch wohlverdient das Spiel verloren. So, folgen wir uns auf Facebook. Zack, ich habe mir meinen Account hier mit, man kann seinen Account mit Google Play, mit Facebook und mit diesem VK verknüpfen, um den Spielstand natürlich zu speichern und auf andere Telefone oder so mit zu übernehmen. Ja, hier mal nochmal. Hier kommen uns die Replays, wollte ich mal gucken. Die kann man sich natürlich nochmal ansehen. Sehr cool. Hier ist meine History, nur Siege bisher. Ihr seht, Eudora habe ich bis jetzt am meisten gespielt. Gewinnquote 100%. Das wird sich sicherlich bald ändern. So. Die Streams, das habe ich euch gezeigt. Was kann ich euch noch so zeigen, Freunde? Es gibt natürlich auch Aram, also Raucherei nennt sich es hier. Man kann versus die KI spielen, man kann ein eigenes Match kreieren. Alles sehr cool. Es gibt auch hier dieses Gruppensystem, was ich ganz amüsant fand. Hier kann man so Gruppen kreieren. Create Group. Da kann man hier so einfach Gruppen, wie Chatgruppen. Ich bin auch schon in einer drin. Wo haben wir das? Hier bei Chat. Hier Leipzig, VN. So eine Gruppe, wo sie einfach Spieler so zusammenfinden können. Wie so eine Art Clan, kann man fast schon sagen. Aber es gibt irgendwie noch extra ein Clan-System irgendwie. Active Squad, Wait Squad.
Genau. Tasche, hier haben wir unsere Items. Achso, es gibt natürlich auch, was ich euch auch noch zeigen wollte, es gibt sowas ähnliches wie Runen. Ja, hier Embleme nennt sich das. Einmal für Magical, einmal für Physical. Das kann man irgendwie upgraden. Und auch andere Embleme einsetzen irgendwie. Das ist jedenfalls sowas wie das Runensystem von League of Legends. Genauso hat man natürlich Fähigkeiten, die man mit ins Spiel nehmen kann. Separate Fähigkeiten, unabhängig vom Held sind. Und hier kann man, genau, Ausrüstung. Hier kann man für jeden Helden extra ein Reset anlegen, was man so an Items empfohlen haben will in-game. Es gibt ein Hot Equipment. Natürlich, das ist beliebt, das ist sehr populär. Dann gibt es das Top-Player-Set. Gleich in-game. Man braucht keine Guides, die man sich vorher durchliest. Man hat direkt in-game das Top-Player-Set. Also 51% Winrate-Set für alle Helden. Zack. Das kann man usen und dann kriegt man es einfach in-game angezeigt. Und dann geht's noch geiler. Geht's noch... Cool. Man kann natürlich auch eigene Sets trotzdem ausprobieren und so weiter. Finde ich sehr cool. Battle-Emotes, Schnellantworten kann man replacen. Tutorials sich reinziehen. Man kann die Skills customizen. Man kann sie einfach auf eine andere Position ziehen. Ja? Falls man irgendwie sich denkt, oh, ich bin so E-Sport-mäßig, ich muss jetzt eine andere Position haben, kann man die ja switchen und direkt die Defaults laden. Für jeden Helden einzeln, customizable. Finde ich übelst cool. Was soll ich sagen, Freunde? Ich finde es übelst cool. Hier kann man sich auch in... Ist alles in-game. Das finde ich halt so cool. Man kann sich hier direkt, okay, Bab Tournament heute am 16.12. spielt Kuwait gegen Saudi-Arabien in 15 Minuten. Spielen die. Kann man sich hier direkt, bup, in-game. Kann man sich anschließen und mit reinziehen. Dann kann man natürlich, wie gesagt, Pro-Playern zusehen. Event hat man hier noch. Ach stimmt, das Newcomers-Event. Stimmt. Für jeden neuen Spieler kriegt man für ein Daily Login, kriegt man einfach Helden geschenkt. Man kriegt, wenn man sich jeden Tag einloggt, kriegt man einfach mal random. Ich denke, was ist random? Das wird bei jedem Spieler anders sein. Wenn man sich jeden Tag einloggt, die ersten 5 Tage oder 6 Tage, bekommt man 5 Helden und 1 Skin gratis. Warum nicht? So, hier haben wir noch Levelbelohnungen, die wir uns reinballern können. So, jetzt haben wir genug Helden, um Ranked zu spielen. Erreiche die Meisterdivision, um jede Saison großartige Belohnungen zu erhalten. Genau, zack. Klassisch Rank. Genau, achso, hier kann man nochmal so eine Übersicht über alle Spielmodi kriegen. Wir sind gerade Warrior 3. Wollen wir noch ein Ranked spielen? Wollen wir einfach mal das Video ein bisschen länger machen? Und noch ein Ranked spielen? Wir haben schon wieder ein Daily, 2 Daily Rewards, die wir uns reinballen. Einsammeln können. Ach, was soll's, komm, ich spiele mal Ranked. Ich glaube, im Ranked gibt es sogar einen Draft, richtig? Also mit Pick und Bann und so weiter. Man kann hier noch den Skin übrigens, der Map auswählen. Das Map-Team, wir nehmen mal einfach The Westman Expanse. Anderes Team. Und suchen mal nach einem Ranked. Was? Oh, das wird dann noch viel mehr gespielt. Schätzungsweise 3 Sekunden Wartezeit. Okay, dauert gerade ein bisschen länger, aber direkt ein Game gefunden. Wieder kein Deutscher dabei. So. Ah ne, hier gibt es doch keinen Draft-Pick. In der Form. Ach, jetzt können wir natürlich nur unsere Helden wählen. Ich glaube, ich werde einfach, weil ich sie einigermaßen kenne, eine Runde Eudora spielen. Eudora. Genau. Mhm. So, wieder sagt keiner die Lanes an. I go mit und kein anderer macht mit. Selbst im Ranked gibt keiner an, wo er hingehen will. Finde ich ein bisschen schade, finde ich ein bisschen blöd, aber na gut. Vielleicht ändert sich das noch in den höheren Divisionen. Wir sind auch in der absoluten Holzliga. Mal sehen, ob wir das Spiel überhaupt gewinnen können. Last Change, Sperre aufheben. Hier hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit, um sich zu wenig schützen. Hier wird direkt auch ein Tipp angezeigt, was wir denn am wenigsten besetzt haben. So, natürlich gibt es auch verschiedene Skins für die Helden und so weiter. Das habe ich, glaube ich, alles schon gesagt. Okay, Ranked-Modus ist auch direkt ohne Draft-Pick, einfach Fast-Pick. Ohne Bann finde ich ein bisschen blöd.
Weil dann hat man nicht die Möglichkeit, OP-Helden rauszuvoten. So, wir nehmen erstmal den AOE. Wir gucken mal, ob wir das Spiel gewinnen können, Freunde. Mein erstes Ranked-Match! Mein erstes Ranked-Match in Mobile Heroes. Ich bin gespannt. Hier was reißen. So, Mitte geht schon mal nur einer. Er greift wieder direkt einfach an. Im Rank bin ich natürlich ein bisschen vorsichtiger. Ich will jetzt nicht sinnlos sterben. So, da haben wir schon unser First Blood. Sehr schön. Regen reingeballert. So, der ist schon mal ein bisschen zurückgepusht. Mal schön ein bisschen Gold holen. So, das heißt, wir haben schön Farm. Ich gehe erstmal auf Mana. So, jetzt können die Minions schön ein bisschen Damage machen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dem Gank. Erstmal zurück. Erstmal zurück. Wenn wir mal direkt ein bisschen ankratzen hier. Wir haben jetzt natürlich den Vorteil, Fernkämpfer in der Midlane zu sein. Das ist natürlich taktisch ein bisschen ein Vorteil für uns. So, jetzt kann ich ihn direkt stunnen. Zack. Den noch. Ah, der ist außer Reichweite. Leider. Dafür haben wir hier das Level ab. Ich werde mal recallen und ein bisschen Mana regenerieren. Ich habe die Zeit, meine Minion Wave ist am Start. So, und jetzt kann ich erstmal ein bisschen Mana regen. Wieder in den Fight gehen. Wie gesagt, ich bin kein MOBA-Experte. Ich habe wirklich null Peil von MOBAs. Und ich finde gerade, dass der Einstieg hier relativ easy und cool ist. Was für mich das Spiel ziemlich attraktiv macht. Also wenn es das so auf dem PC gäbe, würde ich es, glaube ich, auch einfach spielen. Ich werde es wahrscheinlich auch einfach auf meinem Handy spielen, so wie es hier aussieht. Den Stun nochmal fix. Oh, dann ein Tower-Tap. Sehr schön. Zack. Ah, macht ziemlich wenig Damage, die gute. Scheiße. Den Kill hätte ich mir holen können. Zauberstab gekauft. Und das Spiel läuft schön ruhig ab. Finde ich sehr angenehm gerade. Ist nicht so stressig. Da haben wir schon unsere Ultimate. Jetzt würde ich eigentlich mal ganken gehen wollen. Wir haben noch eine gegnerische Eudora hier. Die werde ich jetzt einfach mal ganken vorne. Wir werden jetzt einfach mal ganken gehen. Wir sehen, ob die es rafft. Wird bestimmt nicht raffen. Schön gegankt jetzt, die Alte. Schön weggefickt. Machen wir erstmal unseren Stun raus. Stun, bam, Ulti, bam, bam, down. Nice. Schön, David Bein. So muss das sein. Haben wir schon 4 zu 1 Kills. Level 5. Macht sich der Jungle ein bisschen schlecht. Wieder ab in die Mitte hier. Der nächste Kill down. Sehr schön vorne. Läuft gut. Läuft sehr gut, das Spiel. Passen nicht richtig auf, was ich sehr gut finde. So, zack. Von dem Tower ein bisschen pushen, haben wir schön Katapult. Einen schönen Schaden am Turm machen. Wir werden den Tower wahrscheinlich sogar down kriegen. Jawohl, wir kriegen den ersten Tower schon down und das in der vierten Minute. Eine 5 Minute. Sehr schön. Kurz regenerieren. Alles sehr gut aus hier. Ich weiß nicht, was das Team, was das gegnerische Team jetzt gerade vorhat. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich execute. Und Batz! Stiefel. Oh, das hat richtig Gold reingehauen. Jetzt sind wir eigentlich schon fast ein bisschen overpowered hier gerade.
Jetzt greift nochmal an. Das heißt für uns Attacke. Der Angriff von ihm ist halt... Jetzt sind die eigentlich schon so weit, sind wir so weit gefeedet, dass ein direkter Angriff vom Gegner direkt keinen Sinn mehr macht. So, gut. Zack, zack. Und Recall. So, bei uns ist ein Turret kaputt, links. Also hier auf der Top-Lane braucht unser Team doch ein bisschen Unterstützung. Das heißt, wir werden mal Top-Lane gehen und mal ein bisschen... Obwohl die schon zu zweit sind, könnten die... Wie konnten die ein Turret verlieren? Der Gegner auf der Top-Lane so stark. Na gut, die haben eine Idora da. Oh, zu zweit. Verpiss dich da, verpiss dich. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Bam. Und zack. Schade. So, jetzt fahren wir gerade richtig guten Damage. Wir müssen natürlich gegen Nahkämpfer auch ein bisschen aufpassen. Wir machen richtig Schaden gerade. Aber mein Ziel ist es jetzt definitiv, den Top Tower aus dem Spiel zu nehmen. Wir haben nämlich gerade schön Katapult da. Wir können hier richtig guten Schaden machen. Damit ist der Turret down. So. Noch mehr Zauberkraft. Ab in die Mitte. Und weiter stressen. Weiter Druck machen. Ich hoffe, die kommen jetzt in der Top-Lane klar. Minions weghauen. Scheiße. Was machen die denn Top-Lane? Oder wer ist jetzt gestorben? Wer und warum ist jetzt gestorben? Zack. Bin jetzt hier gerade ein bisschen vorsichtig. Gehen wir ein bisschen zurück. Noch mehr Zauberkraft. Oh, unser Damage. Oh, oh, oh. Jetzt hätte ich noch mein Execute draufholzen müssen, dann wäre er down gewesen. Ansonsten ist unser Schaden schon ziemlich heftig jetzt in dem Zeitpunkt hier. Schön in Ruhe abwarmen. Dann tauchen wir jetzt dauernd scheiß drauf. So, wirst du den Fight wagen? Scheiße, Execute hat nicht gesessen. Wieder den Kill verpatzt. Gut, jetzt können wir mal zurückgehen. Sind wir eigentlich so weit, dass wir ein bisschen den gegnerischen Jungle klären können? Gibt auch gut Gold, gerade wenn man solo unterwegs ist. Und der Gegner wird den Jungle jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Wir kriegen natürlich, was doof ist, wir kriegen natürlich jede Menge Damage aus von den Camps. Ist ein bisschen zu heftig für uns hier gerade. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich denke, es sollte knapp funktionieren. Danach müssen wir definitiv mal zurück und uns heilen. So, zack. Mal zurück, Freunde. Aber ich denke, das Spiel haben wir sicher gewonnen eigentlich. Wenn jetzt keiner mehr richtig reinkackt, sollte das ein sicherer Sieg sein für uns. Viele User haben auch übrigens im Netz geschrieben, also in den User-Rezensionen auf Google Play, haben geschrieben, dass sie seit dem letzten Patch sau viele Lags im Game haben. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hatte noch nicht einen Lag bisher. Vielleicht liegt es wirklich an deren Internetleitung oder so. Bis jetzt noch nichts feststellen müssen. Sehr sauber das Spiel. Mehr Zauberkraft, was wir so nötig haben. Die Top-Lane ist mir ein bisschen zu... Ja, wen haben wir denn da? Ein Opfer. Wieder ein Opfer? Hm? 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 Stun, Bam und Ulti und Execute. Und damit ist die Sache einfach gegessen. Oh! Kurzen Regen rein und...
Oh Gott. Danke, 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 Team. Das war jetzt etwas zu knapp für meinen Geschmack. Ich glaube, da gehe ich erstmal zurück. So. Eigentlich müssen wir unten mal dieses Objective machen. Das werde ich alleine nicht schaffen. Ich versuche mal, meine Gruppe zu mobilisieren, dass wir das untere Ding da machen. Ich weiß nicht, was es uns bringt. Es wird uns wahrscheinlich einen Buff geben. Ich meine hier dieses... Na, ich werde es mal pingen. Das Ding. Dieser Boss oder was das ist. Ach, der pusht mit. Stimmt, der pusht mit. Mal sehen, ob die drauf hören, wenn ich jetzt hier ein bisschen pinge. Hier wird keine Sau drauf hören. Weil damit hätte man sicher auf jeden Fall gewonnen. Aber da hört einfach auch keiner drauf. Das ist allen scheißegal in der Hinsicht. Ich hoffe, das wird sich in den höheren Rängen noch ändern. So, noch ein Zauberstab. Immerhin machen wir nicht genug Damage. So. Ah, da haben wir die Ulti gefressen. Alles gut. Hat sie aber keine Chance. Wir halten sogar viel zu viel aus für die gerade. Viel zu viel. So. Machen wir den Tower noch schnell down. Schön. So. Mal sehen, was wir uns jetzt noch entgegenzusetzen haben. Ah, oben ist gerade ein Fight. Vielleicht kann ich mich da irgendwie ranpirschen. Ja, wir gehen gerade voll rein. Mal schön hier aufräumen. Dieser Spell, ne? Der macht so Damage. Wir sind so derartig gefeedet gerade. Eigentlich müssen wir das Game jetzt langsam mal beenden. Was geht denn hier? Shit. Nur gut rausgekommen aus der Nummer. Ich gehe nochmal zurück. Unten kommt nämlich gerade eine Minion-Wave, die mir nicht so gefällt. Warum der jetzt angegriffen hat, weiß kein Mensch. Jetzt mal pingen. Da unten ist Gefahr, Freunde. Die Minions könnten auch gerne einfach mal sterben. Ah, jetzt ist ein Turret. Oh, wie viel Schaden die Minions dem Turret machen. Den werde ich wohl nicht retten können. Der ist wohl down. Alter, drei Katapulte. Ja. Keine Chance, das noch zu ändern. Oh, Divine Clavy. Gucken, was das für ein Item ist. Das ist ein übelstes Item. Das gibt uns sehr viel Magiedurchdringung. Okay. Ich werde jetzt mal unten ein bisschen durchpushen, dass das hier... Okay, der Gegner hat wohl aufgegeben. Oder haben unsere Minions das Ding down gemacht? Weiß ich gerade nicht. Okay, erstes Ranked Match gewonnen. Also Holzliga ist mein Ding. Damit könnte ich, glaube ich, zurechtkommen. So, was bekommen wir denn jetzt? Sternenpunkte. Ach so, okay, jetzt sind wir Warrior 3 mit einem Stern. Alles klar. Schutzpunkte, Match Performance. Erreiche 100%, verliere keinen Rang bei der nächsten Niederlage. Aha, wenn man genügend... Okay, das ist nicht schlecht. Gut, continue. Wir waren auch MVP des Games. Sehr schön. Gut, Freunde. Das ist Mobile Legends. Ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck des Spiels gewonnen. Es bietet wirklich alles, was auch die großen MOBAs bieten, halt runtergedampft auf eine souveräne Mobile-Variante mit allen Features, die man auch so hat. Wir haben gerade auch eine Medaillenkiste, die wir öffnen können. Oh, das ist natürlich viel Gedönse. Daily Rewards können wir wieder beanspruchen hier. Schön, zack. Gehen wir wieder schön Gold von unseren Activity Points.
Nice, macht Spaß, Freunde. Was soll ich sagen? Ich werde das abends sicherlich immer ein, zwei Runden zocken. Vielleicht komme ich ja in den hohen Rang. Es macht mir auf jeden Fall jetzt mehr Spaß. Liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, dass ich auch gewinne. Als ein League of Legends oder ein Hotz, was ja leider gestorben ist. Die HGC ist tot. Für alle, die es nicht wissen, noch eine kleine News am Rande, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Die Entwicklung von Heroes of the Storm wurde runtergedampft aufs Nötigste und die HGC wird komplett gestrichen. Schade, damit ist dieses MOBA, zumindest im E-Sport-Sinne, fast ein bisschen weg vom Fenster. Schade. Aber hier, Mobile Legends, Freunde, also besser kann man, meiner Meinung nach, ich wüsste nicht, was ich jetzt hier an diesem Spiel ändern müsste, damit es ein besseres, geileres MOBA ist, wenn ich habe nicht so die MOBA-Kenntnis, wo ich jetzt sage, das ist kacke. Ich bin unterhalten, ich find's cool. Es gibt den E-Sport-Teil, man kann streamen, man kann alles. Free-to-play, bis jetzt fühlt sich's auch sehr free-to-play-ig an, also ist jetzt nicht so, dass es hier Pay-to-Win wäre, außer einer Kleinigkeit. Passt mal auf, das ist mir aufgefallen und das ist das Einzige an dem Game, stimmt, das wollte ich euch unbedingt noch erzählen zum Abschluss. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen übel aufstößt, dass die Skins geben irgendwelche... Moment, Epic. Auch hier diese Animation der Helden, mega gut gemacht. Ich glaube, die Helden geben ein Attribut dazu. Wie 80 Life mehr oder sowas. Ist jetzt nicht so gravierend wahrscheinlich, aber dennoch geben die Skins irgendwelche Werte dazu. Habe ich zumindest so gesehen, fand ich nicht so geil. Sollten sie rausnehmen irgendwie, weil es Cosmetics die Werte dazu bringen, das ist sehr Pay-to-Win-mäßig. Aber 80 Leben mehr, gut. Ist zwar nice to have, sage ich mal, aber wird dem besseren Spieler jetzt nicht unbedingt den Sieg kosten, sage ich mal. Gut, Freunde, das war Mobile Legends, ein kleiner oder auch etwas größerer Ersteindruck. Wir haben Ranked Game gespielt, wir haben ein normales Game gespielt. Wir haben das Menü gesehen, ihr wisst, was für Features in dem Game sind. Ladet es euch mal runter, wenn ihr Bock habt. Für alle, die mal ein neues MOBA ausprobieren wollen, nochmal mit einer neuen Steuerung. Das ist auch mal ganz, ganz interessant, sowas mal auf einem Mobilphone, wenn es, ich glaube mal, alles, was unter 5 Zoll ist, wird da schwierig. Aber ich habe jetzt ein ziemlich großes Smartphone und muss sagen, damit spielt es sich ideal. Man sieht alles, man kann es gut ideal steuern. Kannst du bestimmt auch mal auf dem Tablet ausprobieren. Das wird bestimmt auch gut funktionieren. Einfach mal ausprobieren, Freunde. Kostet ja nichts. Man kann ja einfach mal reinschauen, wenn ihr MOBA-Fans seid. Guckt mal rein. Ich glaube, in Europa ist das Spiel noch nicht so wirklich angekommen. Aber im ostasiatischen Raum, da wird es mega gezockt, so wie es aussieht. Wird es mega mäßig gezockt. Ich hoffe, es schwappt hier so ein bisschen über, weil ich muss sagen, ich finde das Spiel bisher sehr geil. Ich bleibe erstmal dran. Mal sehen, wie lange es mich bei der Stange halten kann. Und wir sehen mal, wie lange wir es noch spielen. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video dazu, eventuell. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir sagen, wenn ihr mal ab und zu ein Match sehen wollt. Vielleicht auch mal diese, falls ich in den Rang kommen sollte, hier in-game ein bisschen streamen. Mal sehen, ob das noch irgendwie funktioniert. Würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, Freunde, das war's jetzt mal von diesem Video. Let's Test. Mobile Champions. Champions. Ich dumm? Mobile Champions. Jetzt seht ihr natürlich mein Menü hier. Mobile Legends, Alter. Nicht dumm. Mobile Legends. Die ganze Mobile Heroes oder sowas gesagt, ne? Freunde, das war Mobile Legends. Ein schönes MOBA für Smartphones. Es gibt noch mehr, aber das ist so das beliebteste im Play Store. Das bekannteste und beliebteste, das mit den meisten Downloads und den besten Bewertungen. Also, falls ihr Bock habt auf ein MOBA auf dem Handy, guckt es euch an. Falsch machen könnt ihr auf jeden Fall nichts damit. Gut, Freunde, das war es jetzt erstmal von mir. Ich verabschiede mich jetzt wirklich. Wir sehen uns wieder im nächsten Let's Play. Oder im nächsten Let's Test. Oder bei was auch immer, auf was auch immer ich Bock habe. Wir sehen uns wieder, Freunde. Macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.